Ja, es geht weiter mit dem Begriff natürliche Person. Den müssen wir natürlich uns auch mal ein bisschen anschauen, nachdem ich den zwar schon definiert habe. Dort gibt es auch wieder ganz, ganz viele Fallgruppen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Semester, als ich studiert habe. Da haben die am Anfang Fälle ausgekramt. Ich habe gedacht, sag mal, was ist denn auf der Welt los hier? Aber in der Tat, wie gesagt, wir müssen sozusagen uns die Fälle anschauen. Und wenn Sie später mal in der Praxis auch irgendetwas sowas vorbeischrauben, denken Sie, ah ja, müssen ein bisschen aufpassen. Hier gab es zum Beispiel ein Baby, das gerade geboren worden ist. Und da hat der Großvater bereits einen Monat, war der schon vor dem Tode des Kindes verstorben und hat aber in seinem Testament schon dem Kind schon sein Millionenvermögen hinterlassen. Da sage ich so, schön, alles prima. Ja, aber da kommen natürlich gleich die Pfennigfuchser und wer gestern einen Tatort gesehen hat, hat das auch wieder gesehen. Die Erben, die wollen natürlich an das Geld ran und sagen, was das Baby erbt, alles kann doch gar nicht sein. Das war doch zur Zeit, wo das Testament aufgesetzt worden war, war es doch noch gar nicht geboren. Und damit sind wir bei der Frage, eine natürliche Person ist natürlich der Mensch und zwar in Abgrenzung zur juristischen Person. Wer da noch was zu braucht, bitte vorhergehendes Video nochmal anschauen. Und die Frage ist natürlich, wann hat man tatsächlich eine sogenannte Rechtsfähigkeit? Das heißt, diese Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechte, wie zum Beispiel Eigentum oder auch dann genau Eigentum an dem Erbe, als Rechtsträger quasi tragen zu können. Ja? Und diese Rechtsfähigkeit, die muss man immer vorab prüfen und gerade muss man hier schauen, wann die Rechtsfähigkeit bei natürlichen Personen entsteht und bei juristischen Personen. Das ist also sehr, sehr wichtig, dass Sie immer hier unterschiedlich, immer in diesen zwei Kategorien bitte denken. Das heißt, Sie müssen einerseits denken in der Kategorie der Menschen. Die hat nämlich einen anderen Beginn einer Rechtsfähigkeit als die Rechtsfähigkeit einer GmbH. Das können Sie sich vorstellen. Aber da diese ganzen juristischen Personen, die sind ja relativ, also die sind, der Mensch gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, auch in der Juristerei, aber zu GmbHs und Aktiengesellschaften, der ist später entstanden. Da hat man immer das Bild des Menschen sich angeschaut und gesagt, okay, wir machen das so ähnlich wie ein Mensch, ist der also rechtlich konstruiert. Aber deswegen, wir fangen erstmal an mit der Rechtsfähigkeit von natürlichen Menschen und die beginnt mit der Geburt. Und dort haben wir den Paragraphen 1, da steht drin, also wirklich Urschleimhäute ganz vom Anfang, damit Sie wirklich die Grundlagen hier lernen. Paragraph 1 sagt, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und schon wenn Sie diesen Paragraph lesen, wissen Sie schon, wieso schreiben die Vollendung der Geburt? Ja, weil es immer so ungute Fälle gibt, die sind sehr, sehr traurig. Ich war selbst bei der Geburt meiner drei Kinder dabei. Wenn da irgendwas passiert wäre, das wäre eine Katastrophe gewesen. Und hoffe ich auch, dass es niemandem passiert. Aber sowas kann. Der Jurist muss halt immer damit rechnen. Ja, wenn sowas passiert, wie gehen wir denn jetzt rechtlich damit um? Ne? Wir sind ja immer dafür zuständig, dass wir dann irgendwelche Regeln geben. Und das bedeutet, wenn ein Kind unter der Geburt stirbt, wird es nicht rechtsfähig. Das heißt, es tritt dann das Erbe nicht an. Wenn es allerdings aus dem Geburtskanal komplett ausgetreten ist, ja, wieder eine schöne Umschreibung, schön sachlich, formell, und dann auf dem Bett dort, also wirklich, wirklich furchtbare Vorstellung heute Morgen, schlechte Themen, aber wie gesagt, wir müssen das ja mal besprechen. Wenn es dann nach der Geburt gleich stirbt, dann hat es geerbt und wenn es dann stirbt, vererbt es gleich das Vermögen, obwohl es nur ganz kurz gelebt hat, vererbt es dann sofort der Mutter. Das Kind hat ja selbst noch keine Kinder, vererbt sofort der Mutter und die Mutter kriegt dann das Millionenerbe, um wieder das Baby-Beispiel am Anfang haben. Das heißt, die Erben vom gestrigen Tatort auch, wenn die sowas hören, dass da ein Kind geboren worden ist, ein Kind kann die gesamte Erbfolge verändern, weil es hat gesetzliches Erbrecht. Und gestern gab es irgendwas mit Pflichtteil und 10%. Das ist alles Quatsch gewesen gestern im Fernsehen mit den 10%, aber egal. Also die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt und dann tritt er ein Erbe an. Und da werden dann wirklich in der Praxis, wird denn die Hebamme wird interviewt, wird gefragt, hat das Kind noch mal kurz geatmet, natürliche Lungenatmung eingesetzt? In dem Augenblick, mit dem einen Schnaufer, nimmt das gesamte Erbe auf, dann ist es gestorben und dann vererbt es das seiner Mutter. Wenn es allerdings nicht geatmet hat von sich aus, erbt es gar nicht und die Mutter erbt dann auch nichts. Also die merken, die Rechtsfähigkeit beginnt erst mit der Vollendung der Geburt und da muss man dann wirklich auch manchmal die Ärzte, die Hebammen, die dabei waren, die werden dann wirklich befragt. Ne? Genau, das heißt, und jetzt im Gegensatz, wie hätte man das natürlich noch regeln können und wie machen es auch andere Länder auf der Welt, also sehr, sehr wenige allerdings nur noch. Das heißt, die Rechtsfähigkeit hängt nicht vom Alter ab. Ne?
die Geschäftsfähigkeit, wenn sie einen Vertrag machen können, aber nicht die Rechtsfähigkeit. Also rechtsfähig sind sie mit null. Und das gab früher, und es gibt auch noch ganz, ganz wenige Länder, wo tatsächlich die sagen, sie sind erst rechtsfähig, sie können erst Eigentümer werden, wenn sie 6 sind oder wenn sie 18 sind oder so. Es hängt nicht von der Staatsangehörigkeit ab. Wenn sie geboren sind in Deutschland, sind sie einfach rechtsfähig. Es hängt nicht vom Geschlecht ab, um Gottes Willen, Herkunft oder Gesundheit. Also auch ein krankes Kind, das geboren wird, ist komplett rechtsfähig. Das ist für uns alle selbstverständlich. Also, das heißt, wir haben also hier die Rechtsfähigkeit definiert, dieses abzugrenzen von der Geschäftsfähigkeit, dass sie also mit ihren Rechten dann auch etwas machen können, das haben wir zu ihrem eigenen Schutz begrenzt. Bis zum 7. Lebensjahr können sie gar nichts machen, nur die Eltern. Und dann ab dem 18. Lebensjahr können sie alles machen. Und dann bei der Deliktsfähigkeit, haben wir ja schon in einem Fall gehört, ganz am Anfang bei dem juristischen Fruchtpraktikum gemacht haben, haben wir das 7. Bis zum 7. können sie nicht irgendwie jemand anderen Schaden zufügen oder verhaften. Im Straßenverkehr geht es auch erst ab 10 los. Voll geht es los dann mit 18, das wissen sie. Testament können sie machen ab 18. Ehe können sie, also heiraten können sie mit 16. Das heißt, diese Rechtsfähigkeit ist sozusagen einfach die Fähigkeit, dass sie wirklich das BGB ihnen Rechte geben kann. Der Beginn der Rechtsfähigkeit, dazu haben wir Ihnen ein paar Fälle gegeben. Und wie gesagt, dort ist das nochmal, Lebensfähigkeit ist nicht erforderlich, sondern es muss einfach bei Vereinigung kurz mal gelebt haben. Es muss das Herz geschlagen haben. Sie sehen das hier, die ganzen Fälle, die entschieden sind, weil es dann eben ansonsten die Erbfolge verändert. Erbfolge ist übrigens in § 1923 gefunden. Das heißt, können wir auch, ich mache das immer gerne im Rahmen dieser Einheit. So ein bisschen Erbrecht mache ich immer mit. Das heißt, das Erbrecht ist geregelt im BGB in 1923. Ich gehe mal ganz kurz hin. Dort finden Sie im Abschnitt, im fünften Buch, also auch das BGB ist aufgebaut wie das Leben, also von der Wiege bis zur Bahre, also § 1 ist entsprechend Vollendung der Geburt und Buch 5, das ist das letzte Buch des BGBs, da geht es darum, dass wenn Sie abtreten, dass Sie dann entsprechend geklärt ist, was mit Ihnen passiert. Und ich fange einfach mal an mit 1922, mit dem Tode einer Person. Tode einer Person ist entsprechend, dass Sie eben Ihr Eigentum erbfallen. Ne? Es fällt weg, das Erbe. Also das Auto wollte ich jetzt nicht fallen lassen, Erbfall. Wo fällt es denn hin? Das ist sozusagen Ihre Erbschaft, das haben Sie erschaffen während des ganzen Lebens. Sie merken, das sind so ganz blumige Begriffe im Erbrecht und auch im BGB. Also das, was Sie erschaffen haben, das geht als Ganzes auf eine oder mehrere Personen über. Das heißt, es fällt nicht ins Bodenlose, sondern es fällt auf die Erben über. Und das bedeutet einfach, das Erbrecht hat hier natürlich nur die Leute kriegen was, die erbfähig sind. Erbe kann nur sein, wer zur Zeitpunkt des Erbfalls lebt. Und das Wort lebt sagt uns jetzt wieder, wer lebt. Und das ist entsprechend § 1. Dort gehen wir noch mal kurz rein. Und dort steht drin, leben tut also nur derjenige, der die Geburt, sozusagen, wo die Geburt vollendet war und er letztlich einmal kurz einen Schnaufer getan hat. Wer zur Zeit, und jetzt gucken Sie am Absatz 2. In den Absätzen unter dem Grundregeln Absatz 1, da stehen immer die Ausnahmen oder die Besonderheiten. Wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, ne? Da lesen Sie also, früher in meinen Gesetzen stand an diesen Buchstaben, lebte, standen immer Paragraphen dran. § 1 stand da dran. Ne? Also das Leben ist die Definition davon, haben wir Vollendung der Geburt. Aber bereits gezeugt war. Das heißt, gezeugt war also mit ganz, 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 ganz am Anfang, sobald also der Arzt nachweisen kann, dass da wirklich was ist und sie einen Mutterpass haben, gilt als vor dem Erbfall geboren. Also unser Baby Annabelle oder wie es hieß, dass sobald es gezeugt war, muss man warten. Also wenn der Großvater gestorben ist, dann wartet man, na mal sehen, ob das Baby lebend zur Welt kommt. Kommt es lebend zur Welt, haben wir einen zusätzlichen Erben oder vielleicht auch Alleinerben, dass das Baby nur erbt. Kommt das Baby nicht zur Welt, freuen sich die anderen Erben. Ne? Also man muss dann wirklich mit dem Testament, das bleibt dann so lange beim Nachlassverwalter und der guckt dann einfach und wartet, bis bestätigen kommt, das Kind ist zur Welt gekommen. Ja, jetzt kommen wir mal ganz kurz rein. Sie haben im Hintergrund, bei mir sehen Sie immer so ein paar Schubladen auch in den entsprechenden
in den entsprechenden Kommoden und so. Das Erb, das Gut rinnt mit dem Blut, sagen die Erbrechtsjuristen. Das bedeutet, wir haben also eine blutsmäßige Verteilung ihrer Erbschaft. Und das, wo rinnt das Blut jetzt rein? Also müssen Sie sich vorstellen, Sie haben also sozusagen eine Kommode. Und ich mache das gerade nochmal weg. Im Hintergrund meinen Hintergrund mache ich nochmal weg, damit Sie das auch nochmal sehen. Das sind so ganz blumige Sachen, die möchte ich Ihnen auch zeigen hier. Das heißt, ich baue Ihnen das mal kurz auf hier. Das Gut rinnt mit dem Blut. Sie sehen hier unten eine entsprechende Kommode. Und das heißt, die hat oben eine Schublade. Ne? Kann ich auch aufmachen hier. Eine ganz, ganz uralte Schublade von meinen Urgroßeltern noch. Und da drunter haben wir eine Schublade und da unten. Erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung. Das heißt, das ganze Erbschaft und alles, was Sie haben, das rinnt erstmal in die erste, hier oben rein, in die erste Schublade. Wenn da niemand ist, dann geht es in die zweite. Wenn da auch keiner ist, in die dritte. Aber wenn da jemand drin ist, der erbt dann. Das bedeutet, das sind sozusagen, ich hoffe, Sie konnten das jetzt sehen. Konnte man das jetzt sehen, ganz kurz? Ich habe jetzt gerade meinen Hintergrund weggetan. Konnte man das sehen? Kurz eins im Chat. Konnte man sehen, okay. Also die gesetzlichen Erben der ersten Ordnung, dann können Sie nach meiner Vorlesung heute, können Sie dann mal Ihre eigene Erbschaftssituation zu Hause sich anschauen. Gesetzliche Erben der ersten Ordnung sind die Abkömmlinge des Erblassers. Abkömmlinge, anderes Wort für Kinder. Und ein zur Zeit des Erbfalls lebender Abkömmling schließt die durch ihn mit dem Erblasser verwandten Abkömmlinge von der Erbfolge aus. Also das müssen wir in Ruhe nochmal lesen. Das heißt also, erstmal erben sozusagen die Söhne und dann erst die Enkel. Und wenn allerdings an die Stelle eines zur Zeit des Erbfalls nicht mehr lebenden Abkömmlings, also wenn der Sohn verstorben ist, hat er aber schon Kinder gehabt, dann kommen die Enkel erst dran. Also Sie können das so sehen. Wenn Sie zwei Kinder haben, so wie ich, zum Beispiel drei Kinder, erben die jeder ein Drittel. Oder wenn Sie zwei Kinder haben, jeder die Hälfte. Also in der ersten Schublade sind nur Kinder. Und jetzt werden Sie gleich sehen, warum ist es so wichtig, dass man weiß, ob ein Kind geboren worden ist. Wenn nämlich das Kind nicht geboren worden ist, oder nicht lebend geboren worden ist, dann haben wir in der ersten Ordnung vielleicht gar kein Kind drin. Und dann gucken wir in die zweite Schublade. Und in der zweiten Schublade, das heißt im Juristendeutsch zweite Ordnung, gesetzliche Erben der zweiten Ordnung, also wenn Sie hier als Studenten jetzt noch keine Kinder haben, das sind Ihre Eltern. Ne? Das sind die Eltern des Erblassers. Ja, und was ist mit Ihren Geschwistern? Wenn Ihre Eltern vorverstorben sind, dann sind das sozusagen die Kinder Ihrer Eltern, das sind Ihre Geschwister. Und das heißt, lebt zur Zeit des Erbfalls die Eltern, so erben sie alleine zu gleichen Teilen. Also alles, was sie besitzen, Vertragsrechtsbuch und so, würden dann alles ihre Eltern erben. Lebt zur Zeit des Erbteils der Vater oder die Mutter nicht mehr, so treten an die Stelle von Vater oder Mutter dann ihre Geschwister. Ja, und deswegen, so geht es dann weiter. Wenn Sie auch keine Eltern mehr haben, kommt ganz selten vor, dann erben erst die Großeltern. Ja, warum ist diese Abfolge ganz kurz so? Man will also verhindern, dass es zu vielen Übergaben immer kommt. Also man fängt nicht an mit den Großeltern und dann die Eltern und dann die Kinder, sondern man fängt eben an, dass man sagt, also die am jüngsten sind, sondern als erstes sozusagen erben. Letzte Frage noch, was ist mit dem Ehegatten, wenn Sie schon verheiratet sind? Und der Ehegatte ist ja mit Ihnen normalerweise nicht blutsmäßig verwandt. Also der ist raus aus dieser Kommode, das Gut rinnt mit der blutsfarbenen Kommode, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Nein, das ist nur Kirschfarbe, ist nur Kirschholz. Ne? So, es ist deswegen der Ehegatte. Und deswegen, hier haben wir die ganzen Ordnungen. Und Sie sehen hier, wir haben ein gesetzliches Erbrecht des Ehegatten. Das muss also das Gesetz extra reinschreiben, weil er ja nicht blutsmäßig verwandt ist, weil er kein Abkömmling ist. Und da steht drin, der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten. Verwandt sind also zum Beispiel der ersten Ordnung, also Kinder. Also neben einem Kind erbt, also wenn der Vater stirbt, erbt sozusagen der Ehegatte ein Viertel. Und die Kinder teilen sich dann die anderen drei Viertel. Wenn Sie keine Kinder haben, sondern nur Eltern, dann kriegt der Ehegatte was und Verwandte der zweiten Ordnung, das sind dann die Eltern, also die Schwiegereltern oder neben Großeltern, dort kriegt sozusagen, die kriegen dann zur Hälfte, da kriegt also der Ehegatte mehr.
Weil man einfach davon ausgegangen ist, dass der Ehegatte wahrscheinlich näher ist als die Großeltern oder als die Schwiegereltern. Und aber neben den Verwandten der ersten Ordnung, da sind ja eure gemeinsamen Kinder ja, dort sollte er nur ein Viertel bekommen. Passiert manchmal. Genau. Okay, damit habe ich ganz kurz ein bisschen Erbrecht gemacht und das heißt, wir kehren zurück. Die Rechtsfähigkeit war also sehr, sehr wichtig für den Tatbestand, dass wir herausfinden, wann entsprechend sie Rechte bekommen oder auch vielleicht sich die Erbfolge verändert. Jetzt Gegensatzfrage, wann endet die Rechtsfähigkeit? Die Rechtsfähigkeit endet, und das war dann 1922 mit dem Tode, hatte ich Ihnen gerade gesagt. Das heißt, automatisch geht dann, wenn das Großhirn, Kleinhirn, Hirnstamm, wenn die nicht behebbar ausgefallen sind, keine Gehirnkurven mehr, dann gelten sie als tot. Das bedeutet natürlich sehr wichtig, dann kann die Lebensversicherungssumme ausgezahlt werden, die Witwen- und Waisenrente. Dann können Sie wieder heiraten, dann können Sie eine Erbschaft antreten. Vorher nicht. Und das heißt, wir müssten eventuell, und das haben Sie vielleicht so im Film, wird das manchmal immer wieder besprochen, auch wir haben so bestimmte Personenstandsgesetze. Das heißt, da muss es geklärt werden, wenn Sie zum Beispiel verschollen sind, sind Sie jetzt wirklich tot oder nicht? Ne? Also ich hatte mal einen Betriebsinhaber, der ist auf dem Great Barrier Reef in Australien hat man nur noch sein von Haispuren angebissenes Surfbrett gefunden. Das kann vielleicht ein Haiangriff gewesen sein, der war weg. Aber es hat Jahre gedauert, bis wir den für tot erklären konnten, weil es hätte ja auch sein können, dass er untergetaucht ist. Wir haben noch ein paar Sonderprobleme bei der Rechtsfähigkeit, wie zum Beispiel die Vorverlage der Rechtsfähigkeit. Das ist zum Beispiel bei gezeugten, aber noch nicht lebenden Kindern, die sogenannten Nasciturus, also sind keine irgendwelche Saurier, sondern das ist einfach ein noch nicht geborenes, aber schon gezeugtes Kind. Dort muss man entsprechend warten, wie wir gehört haben, denn dort wird die Rechtsfähigkeit vorverlagert. Sie können ein Testament, Sie sind also testamentarisch Erbe, aber nur, wenn Sie später auch lebend zur Welt kommen. Genau, Erbfähigkeit hängt davon ab, ob Sie leben, und das hatten wir uns gerade angeschaut. Das heißt, ich fasse kurz zusammen, die natürliche Person, das sind also die von der Natur hervorgebrachten Personen, also Menschen, mit der Vollendung der Geburt sind sie rechtsfähig und müssen mal kurz gelebt haben. Mit dem Tode, das heißt keine Gehirnkurve mehr, sind sie dann entsprechend, lassen sie sozusagen ihre ganzen Rechte los, ihre Besitztümer, ihre Eigentümer. Und wir haben noch den Sonderfall der vorverlagerten Rechtsfähigkeit. Genau, das war die natürliche Person. Und die natürliche Person ist sozusagen das Erste, was da war. Und im nächsten Kapitel gucken wir uns jetzt gleich die